Wer kennt das nicht? Prüfungsangst vor den bevorstehenden Klausuren. Doch wie kommt das zustande und was kann man dagegen tun? Um das rauszufinden, treffe ich mich heute mit einer Therapeutin, die uns ihr Vorgehen erklärt. Ich heiße Juliane Spitter. Ich bin Therapeutin, habe eine kleine Privatpraxis und bin von der Grundausbildung Kunsttherapeutin. Du befasst dich ja auch mit der Behandlung von Ängsten. Mhm. Wie wäre das jetzt zum Beispiel, wenn ich Prüfungsangst hätte? Mhm. Wie würdest du dann vorgehen? Was hast du da für Methoden? Da arbeite ich gerne und erfolgreich mit einem Verfahren aus dem NLP. Das ist mit einer Timeline. Das ist so ein Zeitstrang, an dem sich das bewegt. Und dann, man sagt, deine Angst hat ja eine Geschichte. Ne? Also bei jedem hat die Angst eine Geschichte. Damals in der Schule zum Beispiel, mhm. ne? Da war ich in der vierten Klasse und da gab es so einen Lehrer und der hat einen dann immer an die Tafel geholt und dann hat er einen total fertig gemacht vor der Klasse. Es hat immer mit einer Bloßstellung zu tun und mit einer erklärten Unfähigkeit. Mhm. Das weiß man aber nicht und verbindet es nicht damit. Ne? Also ich unterstütze dabei, die Verknüpfungen rauszufinden. Mhm. Jetzt leg das mal an die Stelle, wo das war auf deiner Lebenslinie. Dann würde ich erklären, dass das eben alles im Gehirn miteinander vernetzt ist. Das heißt, wenn jetzt wieder eine Situation kommt, wo man quasi an die Tafel muss, kommen immer diese Erfahrungen vorwärts und verknüpfen sich mit der neuen Situation. Mhm. Und das kann man aber klären. Also das lässt sich wirklich lösen. Dann muss man aber dahin zurückgehen und das auch klären. So, und jetzt kommen wir zu deinem Ziel. Wie möchtest du dich denn fühlen bei der Prüfung? Also so, wie möchtest du das denn gerne machen? Wie hättest du das gerne? Und dann würdest du sagen, naja, ich möchte, dass mir alles einfällt und ich möchte souverän sein oder so. Und ich möchte einfach auch dann zeigen, was ich kann. Dann würde das weiter vorne auf die Timeline kommen, wo du sagst, das ist irgendwie die Situation. Und dann würde ich abfragen, alles, was du an positiven Erfahrungen gemacht hast. Und das Ziel ist, die neuronalen Netzwerke in deinem Gehirn zu aktivieren, die damit verbunden sind. Und dann würden wir uns bewegen von hier nach da, mal nach vorne, mal nach hinten, bis du am Ende dich souverän fühlst und sagst, ja, eigentlich irgendwie ist doch vorbei. Wir haben eben neuronale Netzwerke, die jetzt mit dem Problem verknüpft sind und die sind ganz alt und die haben noch keine Verbindung in andere neuronale Netzwerke, in denen du stark bist. Und jetzt haben wir ja eben das Problem angeguckt und dann haben wir deine ganzen Ressourcen angeguckt und dein Ziel. Das heißt, wir haben in deinem Kopf die ganzen neuronalen Netzwerke geöffnet, in denen du stark bist und in denen du ein Ziel hast. Und das ist die nachhaltige Veränderung. Neue Gehirnareale miteinander verbinden. Ich sehe jeden Menschen als ein wunderbares, wunderschönes Wesen mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, auch die Grundlage meiner Arbeit.